Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Dieses Mal Arma 3 Alpha. Ja, wenn man es im Namen hört, es ist noch in der Alpha-Version. Also ziemlich viele Bugs noch. Aber ich habe mir jetzt mal gedacht, ich stelle es euch einfach mal vor, vielleicht interessiert es euch. Es ist Battlefield ähnlich. Ja, aber ziemlich krasse Maps. Und ja, wie gesagt, noch ziemlich viel Bugs. Aber eigentlich insgesamt ein nettes Spiel. Aber ich spiele es jetzt nicht aktiv, weil. Ja. Nein! Was war das? Okay, was war. Scheiße, da hat irgendeine paar Mine hingelegt. Ja, das ist auch noch ein Problem, man sieht nicht. Wie man gerade gestorben ist. Da sieht man eh, da gibt es gibt verschiedene Klassen, Grenadier, Assault, Machine Gunner, Heavy Gunner, AT Gunner, AT Specialist, AA Gunner, Engineer, Ammo Barrier, keine Ahnung wie man das ausspricht, Heavy Sniper, Saboteur, Officer und Diver. Ja, ich spiele jetzt gerade als Grenadier. Grenadier. Ja, da befinden wir uns gerade. Dann müssen wir doch da mal ein Fahrzeug oder sowas. Genau, Fahrzeuge gibt es auch. Ja, verschiedene Kriegsfahrzeuge, so hammerähnliche Fahrzeuge. Da gibt es irgendwo einer. Da war doch gerade einer, oder? Da hinten. War doch gerade einer. Irgendwie kann man auch Waffen wechseln. Aber ab und zu funktioniert es, ab und zu nicht, ab und zu geht gar nichts. Bildschirm ist ein wenig verschwommen. Aber. Genau, ich werde jetzt im Anschluss gleich noch ein Far Cry Video machen, vielleicht dann noch ein Minecraft. Vielleicht. Vielleicht. Und wenn, dann kommt morgen eins. Jetzt legen wir uns da mal hin. Ein weiteres Problem ist auch, dass es kein Minimap oder sowas gibt. Also man sieht nie genau, wo man gerade ist. Immer bloß so, ja, schätzungsweise. Was war das? Ja, ich glaube, da wird gerade auf mich geschossen. Minutes left. Ja, so Spiele können bis zu 2 Stunden dauern. Jetzt da einsteigen? Ja, kann ich. Ja, und da befinden wir uns auch schon im Auto drin. Oder in einem Ifrit AMG. Benzin haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. Ich schätze das, wenn fertige Version da unten sind. Jetzt komm her, jetzt komm her, jetzt komm her. Nein! Wenn die fertige Version heraus ist, dann schätze ich, dass da auch noch neue Fahrzeuge dazu kommen, außer das Quad und diese halb gepanzerten Fahrzeuge, was sagt man da? Wo ist jetzt der? Nein, da gibt es gar keinen. Da, zu gar nicht. Ich hab keine Ahnung, wo ich schieße. ja, jetzt habt ihr es, glaube ich, selber gesehen, dass man auf dem Bildschirm überhaupt nichts erkannt hat. ja. Ich probiere jetzt mal Officer aus. Bloß mal ausprobieren.
Echo. 10 seconds, 9 seconds, 8 seconds. Ja, das ist ein bisschen nervig. Ja, in die Server gingen so circa 64, 65 Leute rein. Was haben wir jetzt dafür Vorteile? Ja, wir haben eine Schalldämpferwaffe, okay. Boah, und mit der komisch. Man kann ja irgendwie die Stats nicht anzeigen lassen. Ist auch ein bisschen nervig. Jetzt müssen wir wieder laufen. Und Waffen wechseln tut man auf Mausrad klick. Irgendwie komisch, aber. Wir sind hier. Oder gehen wir einfach mal da so rüber. Da vorne ist irgendwie einer. Ja, da kommt einer. Ja, stehen bleiben. Jo, das ist einmal genial. Und jetzt können wir. Nein! So, mit einfach über den Haufen gefahren. Oder? Nein. Nein, ich bin einfach ausgestiegen, oder? Keine Ahnung. Ah, also das mit den Waffen ist irgendwie komisch. Nicht die. Man kann aber irgendwie auf Leertaste noch Waffen wechseln und. Naja, komisch. Ja, ich werde jetzt nicht ganz so lange strecken. Liegt da irgendwas, das war auch da drin. Nicht explodieren. Ja, keine Ahnung. Da sind jetzt keine nix, oder dass wir es nehmen könnten oder benutzen könnten. Ja, ich werde jetzt nicht das ganze Spiel aufnehmen, weil das dann noch irgendwie eine Dreiviertelstunde dauern würde. Ich werde nicht die ganze Zeit spielen, also keine Sorge. Ja, ich wollte es euch jetzt bloß mal zeigen, dass das einmal was werden könnte, dass das einmal ein gutes Spiel werden wird. Ich weiß noch nicht, aber ist wahrscheinlich auf uns weggeschossen. Ja, jetzt müssen wir da mal. Ja, und dann beende ich das Video mal. Und dann sehen wir uns mal bei der nächsten Folge. Vielleicht auch nicht, aber mal schauen. Wenn es euch gefallen hat, einfach in Kommentare schreiben, Likes, Abos, würde mich sehr freuen. Ja, bis zum nächsten Mal.